Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's Kati und ich werde heute eine schöne Karte basteln, eine Schlosskarte. Das ist jetzt ein Prinzessinnenschloss mit ganz vielen Glitzersteinen und man kann vorne hier auch das Burgtor öffnen. Und da ist dann jede Menge Platz für liebe Nachrichten zum Geburtstag. Man kann natürlich dann auch hier innen noch mit weiterschreiben, hat richtig viel Platz. Und eine wirklich hübsche Karte, wie ich finde. Was sagt ihr dazu? Vielleicht habt ihr Lust, die nachzubasteln? Dann bleibt jetzt einfach dran. Ihr braucht für die Prinzessinnen-Schlosskarte eine Pappe. Ich habe hier die Größe 34 x 24 cm. Außerdem ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere. Jede Menge zum Verzieren, zum Beispiel so kleine Glitzersteine, Washi-Tape oder hier habe ich auch noch so zum Aufkleben so Glitzerstreifen. Außerdem ein bisschen Schleifenband und noch ein paar Stifte zum Anmalen, Verzieren und Beschriften. Als erstes messe ich genau die Mitte von meiner Pappe ab und da mache ich mir eine kleine Markierung. Das mache ich an der unteren Kante der Pappe und auch an der oberen Kante der Pappe. Und diese beiden Markierungen, die verbinde ich jetzt einmal, damit ich eine Orientierungslinie habe. Also das sollte man auf jeden Fall mit Bleistift machen und hinterher wieder wegradieren oder das Ganze dann eben so rumdrehen, dass man diese Markierung nicht mehr sieht. Und jetzt werden die Außenseiten einmal bis zur Mitte geknickt. Und die andere Seite auch einmal bis zur Mitte. Dass dann hier in der Mitte die beiden Kanten aufeinandertreffen. Ich habe relativ feste Pappe, deswegen ist es nicht ganz einfach, die zu knicken. Und hier an der Seite entstehen auch so ein paar kleine Wellen, aber die werde ich gleich einfach dann mit Washi-Tape überkleben und verzieren. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt klappe ich das wieder auf. Und jetzt messe ich mir hier insgesamt waren das ja 24 cm und so 14 cm messe ich mir jetzt einmal ab von unten und mache mir da eine kleine Markierung. Außerdem genau an diesen Knicken auch 14 cm. Und diese drei Markierungen, die verbinde ich dann auch nochmal. Ich glaube, hier hatte ich mich ein bisschen vermessen. Auf jeden Fall einmal bis zum Rand die Linie zeichnen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das hier unten werden jetzt gleich meine Tore, die zugeklappt werden. Und hier oben kommt das Prinzessinnenschloss hin und dafür muss ich jetzt erstmal diesen Bereich jeweils wegschneiden. Also hier an der Linie entlang schneiden. Bis zum ersten Knick. Am Knick entlang. Bis die Ecke hier weg ist. Und hier genauso. Hier oben kommt jetzt das Prinzessinnenschloss hin und das sollte ja mindestens drei Türme haben. Dafür teile ich das wieder so ein bisschen hier ein. So, hier in der Mitte ist ein großer Turm. Hier ist dann so eine Burgmauer. Und hier am Rand nochmal ein etwas kleinerer Turm. Hier dann genauso. Aber das könnt ihr natürlich so gestalten, wie ihr möchtet. Jedes Schloss kann ja ein bisschen anders aussehen. Und hier die Linie, die wir gerade schon so gerade abgeschnitten haben, die werde ich auch noch wie eine Burgmauer ausschneiden. So sieht das Schloss jetzt aus. Ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Ich werde jetzt als nächstes die Bleistiftstriche alle ordentlich wegradieren und dann geht's los mit dem Verzieren. Mit Glitzersteinen, mit den Stiften und natürlich auch mit meinen bunten Glitzerstreifen.
Und natürlich auch Washi-Tape nicht zu vergessen. So sieht mein Schloss jetzt also wenig später aus. Jetzt fehlt noch hier vorne das Band zum Verschließen und dafür werde ich einfach mit dem Locher hier links und rechts ein Loch reinmachen und da kann ich dann noch eins von meinen Schleifenbändern durchziehen. Die Geburtstagskarte, die aussieht wie ein Prinzessinnenschloss, ist jetzt fertig. Die kann man natürlich ganz unterschiedlich gestalten, mit verschiedenen Farben, mit Glitzersteinen, mit Stickern. Man kann hier außen schon was draufschreiben oder wie ich hier oben, herzlichen Glückwunsch. Und wenn man das aufklappt, da steht dann noch eine liebe Nachricht drin. Kann man natürlich auch super gut als Gutschein benutzen. Und das Praktische ist, man kann die auch hinstellen, also die fällt von alleine nicht um. Und ist ein wirklich super cooles Schloss. Es kann natürlich auch ein gruseliges Schloss sein. Das ist jetzt eher ein sehr lustiges, buntes Glitzerschloss, aber man könnte auch so eine graue Pappe nehmen und vielleicht noch so ein paar Fledermäuse dazu malen. Kann man auch schön als Einladung nehmen zu einem Kindergeburtstag, vielleicht zu einem Prinzessinnengeburtstag oder einem Gruselgeburtstag. Wie findet ihr die Karte? Gerne unten in die Kommentare schreiben, gerne einen Daumen nach oben dalassen, wenn es euch gefallen hat. Schaut uns natürlich auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, klickt auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video von uns zu verpassen. Und wenn ihr unsere Do-It-Yourself-Inspiration-App noch nicht runtergeladen habt, gerne einfach kostenlos runterladen und überall mit dabei sein, auf dem Laufenden sein. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!